Weil wo willst du dann Französisch reden? Schau, du musst nicht so denken, jetzt nur an die Schule. Du musst größer denken, ja. Du bist in deiner kleinen Welt in der Schule. Ich nehme jetzt einmal Französisch, damit ich die Schularbeiten schaffe und damit ich in dieser kleinen Schule hier im 4. Bezirk Wiedner Hauptstraße alle Prüfungen bestehe. Du musst groß denken, ja, Österreich, Europa, Welt, ja, und so, und der Firma, und du wirst später erfolgreich und global. So musst du denken. Also, in der Hinsicht ist Französisch keine gute Wahl, ehrlich gesagt. Dann eher Spanisch, Englisch sowieso, ja, also Englisch überhaupt. Englisch, solange wir alle leben, wird Englisch die Sprache Nummer eins sein. Sprache Nummer eins, by far, da kommt lange nichts, ja. Da ist Englisch, dann kommt lange nichts und dann kommt eventuell Deutsch, ja. Darüber müssen wir jetzt einmal reden. Das ist, was viele nicht verstehen, ja. Wenn es, und geschaut, ob das Mikro eh eingeschaltet ist, nicht, dass ich umsonst rede. Wenn es um den Wert einer Sprache geht, ja, schau, denkt einmal wie ein Betriebswirt. Ich habe Betriebswirtschaft studiert. Denkt einmal an den Marktwert. Ja. Marktwert heißt zum Beispiel, wie viel ist was wert? Ich rede so, als ob ihr alle Kinder seid. An den Wert, ja, zum Beispiel, wie viel ist das wert? Ja. Es gibt sowas wie einen Marktwert. Und bei den Sprachen ist es genauso. Es gibt auch Sprachen, die haben einen niedrigen Wert und welche haben einen hohen Wert. Wovon hängt das ab? Zum Beispiel Englisch hat den höchsten Marktwert. Warum hat Englisch den höchsten Marktwert? Weil Länder wie USA, England, Kanada, Australien nun mal den Ton angeben. In Sachen Wirtschaft, Erfindungen, Spiele, ihr spielt alle, das kommt alles aus Amerika. Musik, ihr hört alle Musik, das kommt alles aus Amerika. Entertainment, ihr schaut alle Filme, Netflix, YouTube, das kommt alles aus Amerika. Und solange wir leben, wird sich das nicht ändern, ja? Also deswegen ist by far Englisch die Sprache Nummer eins mit dem höchsten Marktwert. Englisch, dann kommt lange nichts, lange, 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 lange nichts. Und dann, das ist, was ich euch erklären möchte, kommt eventuell Deutsch. Und das ist kein Spaß. Kommt eventuell Deutsch. Lass mich überlegen, warte. Ja, ich bleib dabei. Dann kommt eventuell Deutsch, weil die deutschsprachige Welt, ja, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Belgien, Schweiz, habe ich gesagt, ne? Ja, die haben auch sehr viel Wert. Also das Bruttoinlandsprodukt von diesen Ländern gemeinsam, das Bruttoinlandsprodukt der deutschen Welt ist enorm, enorm.